Hallo ihr lieben Womo Aktivfreunde, heute nochmal ein weiteres Video. Ich hatte euch ja im letzten Video schon gesagt, dass ich gerne die Gardinen nochmal irgendwie anders machen möchte, weil die finde ich wirklich nicht schön. Das würde ich euch in diesem Video zeigen, was ich da vielleicht für eine Idee habt. Bleibt dran, seid gespannt und da weiter geht's nach dem Intro. Tschüss! So, ihr lieben Romaktivfreunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich will mal gucken, also wie ihr seht, haben wir hier so, ja, so bordeauxfarbene, altbackene, ich mache mal kurz das Licht aus, altbackene Gardinen. Dahinter ist nochmal so ein Überwurf in Grau. Den finde ich eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, hier sind nochmal so Scheibengardinen, die haben hier noch so ein Muster innen drin. Also es ist irgendwie alles auch nicht mehr so ganz en vogue, wenn man das so nett sagen darf. So, hier, wie gesagt, das sind die Gardinen, die hatten hier so einen Schlaufring dran. Meine Überlegung war jetzt tatsächlich, ob ich diesen Ring nicht einfach abmache. Ich schwenke nochmal um mit euch. So. Den Ring einfach abmache und diese Übergardine einfach wegnehme und dann habe ich doch diesen schönen grauen Schal. Weil die sind natürlich auch alle schon zugeschnitten, weil dahinter sieht das nicht ganz so schön aus, vor allem mit diesem Rollladenvorsprung. Deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse das da liegen. Das passt auch zu meinen Sitzkissen, die ich ja auch neu bezogen habe. Das habe ich ja im anderen Video euch mal gezeigt. Wenn ihr noch mal Lust habt, könnt ihr da gerne reinschauen. Wie gesagt, ich glaube, meine Überlegung ist einfach, ich mache die erstmal ab. Dann haben wir nur die Schals. Das kann ich euch ja später da nochmal zeigen. Und die Scheibengardiner muss ich mich nochmal schlau machen. Ob ich jetzt nochmal wieder Kräuselstoff nehme oder ganz schlichte weiße oder ob ich einfach nur weiße Flächenschiebegardinen nehme, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Da muss ich nochmal ein bisschen in mich gehen. Aber das werde ich euch dann zeigen. So, bis bald. Ich kümmere mich jetzt mal um die Vorgardinen. So, ich habe dann jetzt mal die komischen bordeauxfarbenen Bordüren abgemacht. Das war ja so meine Idee. Und guckt mal da, das wirkt doch schon gleich ganz anders, gell? So, drehen wir uns nochmal eben. Mal hier. Genau, da habe ich einfach, jetzt haben wir einfach so graue Schals darunter. Das finde ich auch ganz schön. Wo man es gut sehen kann, ist hier hinten im Schlafbereich. Natürlich jetzt mit den Oberschränken, die wir foliert haben. Da gab es ja nochmal einen separaten Film. Den könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. Die waren ja vorher auch braun. Ja, sieht doch ganz schön aus mit den Gardinen. Jetzt gefallen mir, wie gesagt, aber die Zwischengardinen, diese weißen, noch nicht so richtig. Ich habe schon mir versucht, Ideen zu suchen. Ja, da bin ich auf jeden Fall am Ball. Also, bleibt gespannt. Ich lasse mir da noch was einfallen. Und dann gucken wir mal, wie das Endergebnis aussieht. So, jetzt haben wir das ja mit den Gardinen gesehen. Ich hätte da mal eine Frage an euch. Vielleicht habt ihr Lust, mir mal in den Kommentaren zu schreiben. Wir haben hier hinten im Bad zum einen ja auch so eine riesen braune Wand. Und zum anderen haben wir hier hinten, ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt, da hatten wir, war hier so ein graues, langes Ding. Da war mal die Klimaanlage mit verbaut. Da sind natürlich jetzt so unschöne Flecken drauf. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich mit der Wand mache. Vielleicht habt ihr Ideen. Soll man die bekleben, streichen oder Regale hinhängen oder wie auch immer. Habt ihr Ideen, dann lasst mich doch mal wissen. Dann gucke ich noch mal, wie gesagt, und hier hinten mit der Wand über der Toilette habe ich mir schon was einfallen lassen. Dazu in einem nächsten Video. Hallo Womo Aktivfreunde, heute geht es mal in unserem Gardinenvideo weiter. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mir nochmal Gedanken machen wollte über die Gardinen. Es hat einen Moment gedauert, aber ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe uns wir haben uns überlegt, dass wir uns Scheibengardinen machen. Ich habe auch im ganzen Internet recherchiert. Ich habe auch überlegt, ob ich es selber nähe, aber da gebe ich ehrlich gesagt zum Moment überhaupt gar keine Zeit für und auch irgendwie auch nicht wirklich die Geduld. Deswegen habe ich mir im Internet Scheibengardinen bestellt. Ich habe lange recherchiert und habe dann eine Firma in Deutschland gefunden, die quasi nach meinen Maßen genäht haben. Was ich bei denen besonders gut fand, dass die oben wirklich ein System haben, wo egal welches Schienensystem ihr im Wohnmobil habt, immer eure Ösen, die ihr habt, oben einhängen könnt, um dann noch die Scheibengardinen zu nutzen. Ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Wenn ist ja hier bei unseren alten Gardinen, die haben ja diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also auf jeden Fall diese Ösen, die man in den
Laufschienen laufen lassen kann. Da ist quasi, hier geht dann die Schiene durch. Die kann man natürlich dann ganz einfach abmachen. So, ich habe schon mal ein paar vorbereitet. Und hier seht ihr, das ist quasi so eine Scheibengardine. Die ist jetzt auch meine Maßen genäht worden von der Firma. Was ich auch ganz schön fand, die hatten, ich konnte mir ein Stoffmuster schicken lassen. Das habe ich auch tatsächlich gemacht, weil im Internet habe ich das doch nicht so gut gesehen. Wie gesagt, die haben mir das jetzt geschickt. Und die haben hier oben, das finde ich ganz schön, wirklich ein Band eingenäht, wo man wirklich sämtliche Haken, die man jetzt wirklich hat, wieder einsetzen kann. Ich habe also quasi meine Haken und die braucht man eigentlich, das ist im ersten Moment so ein bisschen fummelig, einfach reinsetzen. Ganz easy. Und einmal hier hinten noch. Hier auch. Was auch ganz schön ist, sie haben tatsächlich hier oben ein Loch gelassen. Einmal hier. Und weil hier unten sind Schienen eingenäht und einmal hier, die kann man ganz leicht rausnehmen und dann könnt ihr die super waschen. Das war mir natürlich auch wichtig, dass man das machen kann. So, wie gesagt, man kann jetzt hier einfach, macht ihr eure Ösen einfach wieder rein, zu welchem System ihr die auch habt. Eigentlich total simpel. So, machen wir jetzt noch eine rein. So, na, komm mal her. Will heute nicht so. So, genau. Und dann braucht man die einfach nur noch in das Schienensystem einsetzen. Das mache ich mal und dann zeige ich euch gleich, wie das alles im Original oder alles zusammen aussieht. Also bleibt dran. Wir sehen uns gleich nochmal. So, da sind wir wieder. Also wie gesagt, ich habe hier die Haken reingemacht, die für unser Schiebesystem oder für unser System. Ihr seht, wir haben hier so ein doppelläufiges. Auf der vorderen Schiene habe ich die Übergardine reingeklickt. Ja, mit so einem Stopper, damit die mir hier hinten nicht durchrutscht. Genau, und jetzt braucht man einfach nur die, was heißt einfach, ne? Einfach die einmal wieder einhängen. Einfacher gesagt als getan. So, eins. Was auch schön ist, dadurch, dass da jetzt eine Schiene oben drin ist, braucht man eigentlich, könnte man nur die vordere und die hintere. Aber ich klippe jetzt nochmal die mittlere dazwischen. So, schon haben wir die erste drin. Also ich mache die zweite noch. Wunderbar. Ich sehe nichts. Jetzt. So. Und hier vorne noch. So, wie ihr seht, das ist doch richtig schick geworden. Ich finde es mega. Was natürlich super ist, man kann das jetzt immer, kann nur eine Seite aufmachen oder beide oder wieder zurückziehen. Ja, ich finde es toll. Man sieht von draußen nicht direkt rein. Wunderbar. So, das habe ich, Ganze habe ich auch auf der anderen Seite noch gemacht. Und ich war ja schon fleißig, ihr Lieben. Ich muss noch mal kurz vom Bett runterkrabbeln. Das kann halt jetzt etwas nicht ganz so sportlich aussehen. So, dann kommt mal mit. Ich habe nämlich auch hier vorne schon das soweit vorbereitet. Ich habe hier die eine Seite. Das ist aber richtig schick geworden. Also ich finde es super. Michael findet es auch prima. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite im Essbereich haben wir das Ganze auch noch mal gemacht. So, das Kabel da hinten. Es wirkt auch wieder ganz heller und freundlicher. Die sind jetzt auch wieder, ich sag mal, weiß. Die anderen waren doch schon so ein bisschen angegraut, trotz Waschen. Sieht super aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Welche Firma das war, verlinken wir euch auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald. Schaut unsere weiteren Videos, weil wir haben ja noch mehr am Wohnmobil gemacht. Bis dann, ciao.